Das ist nicht. Ja, wir haben jetzt gerade den Lenkwärmer um. Erwärmt.
Wir sahen mit der Losnummer 35 aus Japan Herrn Tetsuya Yamaguchi mit seinem Clem. Streife nach dem Helfer. Der Hund hat zunächst etwas Mühe mit dem Terrain. Er gleitet mehrmals aus, muss die Verstecke wesentlich dann drangvoller, energischer, zielstrebiger angehen. Noch befriedigend. Stellen und verbellen, hier muss er etwas direkter stellen, stellt dann aufmerksam, muss auch mit dem Verbellen etwas eher beginnen, im Verlauf der Übung energischer und anhaltender durchbellen. Auf Hörzeiger etwas direkter und exakter bei Fuß, hohes befriedigend. Fluchtversuch, Freifolge zur Ablage, hier muss er sich etwas freier präsentieren, lässt sich aber gut auflegen. Setzt dann noch gut nach, muss die Flucht unbedingt wirksamer vereiteln, im Griff ruhiger sein. Rennt auf Hörzeichen sofort, bewacht noch aufmerksam, noch befriedigend. In der Abwehr geht er noch gut durch den Angriff, muss aber auch hier im Griff voller und ruhiger sein, auf Hörzeichen klar trennen. Belästigt hier mehrmals in der Bewachungsphase. Befriedigend. Rückentransport. Hier muss er sich auch wieder etwas freier präsentieren. Er geht stetig vor. Der Abstand ist zu groß. Befriedigend. Überfall aus dem Rückentransport. Auch hier muss er etwas bestimmter durch den Überfall kommen. Im Griff ruhiger und voller sein. Auf Hörzeichen besser trennen. Ist noch aufmerksam in der Bewachung. Der Seitentransport geht in Ordnung. Befriedigend. Angriff aus der Bewegung. Freifolge zur Lauerstellung. Ist in Ordnung. Hier muss der Hund dann überzeugender durch den Angriff kommen. Im Griff setzt er sehr spitz und er hält ihn auch unruhig. Trennt auf Hörzeichen in Ordnung, muss aufmerksamer bewachen. Befriedigend. Die abschließende Abwehr. Hier geht er noch gut durch den Angriff, muss aber auch hier voller sein im Griff, ruhiger halten. Trennt auf Hörzeichen sofort, muss dann in der Bewachung wieder aufmerksamer den Helfer bewachen. Beim Seitentransport benötigt der Hundeführer beim Aufstellen noch Hörzeichenhilfen. Die letzte Übung ihm befriedigend. Insgesamt Qualifikation und Bewertung noch 70 TSB ausgeprägt. Der Zielstrebig beginnt dann im Verlauf der Übung, vor allem das vierte Versteck, etwas direkter angehen muss. Die Verstecke zeitweise etwas enger umlaufen. Der Hund zeigt sich aber gutführig, sehr gut. Stellen und verbellen, hier etwas direkter zum Helfer kommen und auch etwas enger den Helfer stellen. Er muss mit dem Verbellen etwas eher beginnen, verbellt dann aber drangvoll und anhaltend, bis er abgerufen wird. Auf Hörzeichen kommt er sofort, muss aber leicht exakter abschließen. Noch gut. Fluchtversuch, Freifolge zur Ablage, hier zeigt er sich führig, lässt sich gut ablegen, setzt gut nach, muss sich aber etwas wirksamer einbringen, im Griff etwas ruhiger sein und auf Hörzeichen etwas klarer vom Helfer ablassen. Er bewacht noch drangvoll. Gut. In der Abwehr geht er gut durch den Angriff, zeigt hier einen guten Griff, muss aber hier auf Hörzeichen etwas schneller und klarer vom Helfer trennen. In der Bewachung aufmerksamer sein. Gut. Rückentransport. Hier geht er leicht vor, stetig, und der Helferbezug muss teilweise noch besser sein. Gut. Überfall aus dem Rückentransport. Hier muss er dann etwas bestimmter durch den Überfall gehen, setzt hier aber einen guten Griff, muss auf Hörzeichen klarer trennen und drangvoller bewachen. Im Seitentransport ist er etwas starklästig gegenüber dem Helfer. Gut. Angriff aus der Bewegung, in der Freifolge zur Lauerstellung, in der Endphase sich etwas führiger präsentieren. Die Lauerstellung ist ruhig und sicher. Er greift gut an, muss hier aber im Griff etwas voller und ruhiger sein. Auf Hörzeichen klarer trennen, bewacht drangvoll. Gut. Die abschließende Abwehr, hier geht er gut durch den Angriff, muss hier in der Belastung etwas ruhiger halten, benötigt hier ein Zusatzhörzeichen und muss auch dieses klarer vom Helfer trennen. In der Bewachung wieder drangvoller sich am Helfer engagieren. Im Seitentransport ist er leicht lästig. Die letzte Übung befriedigend.
Insgesamt Qualifikation und Bewertung gut, 83, DSB ausgeprägt. Norway 04, 83 points. Norja 4, 83 pistettä. Next, Mexico 2, Gilberto Trevino Fuerte with Satoris Esto. Thank you.
Wir sahen mit der Losnummer 37 aus Mexiko, Herr Gilberto Trevino mit seinem Esto. Streife nach dem Helfer, der Hund reviert traumvoll und zielstrebig. Die Verstecke müssen allerdings etwas enger umgangen werden und er muss sich insgesamt besser leiten und lenken lassen. Das dritte Versteck fehlt. Befriedigend. Stellen und verbellen. Hier muss er etwas direkter stellen. Stellt aber dann aufmerksam, ist zeitweise lästig über dem Ärmel. Mit dem Verbellen muss er etwas eher beginnen. Er verbellt dann aber sehr drangvoll und energisch und kommt auf Hörzeichen exakt bei Fuß. Gut. Freifolge zur Ablage, hier zeigt er sich absolut führig, setzt sich hier gut ein, vereitelt die Frucht wirksam, muss auf Hörzeichen ganz leicht klar vom Helfer ablassen, bewacht sehr drangvoll. Hohes sehr gut. In der Abwehr geht er zielstrebig durch den Angriff, zeigt hier einen guten Griff, den er ruhig hält, auf Hörzeichen etwas klar trennen, bewacht dann wieder sehr drangvoll. Sehr gut. Beim Rückentransport zeigt er sich absolut führig, der Abstand wird eingehalten, der Helferbezug ist in Ordnung, vorzüglich. Beim Überfall, hier muss er dann etwas bestimmter durch den Angriff kommen, muss hier leichtvoller fassen und auf Hörzeichen wieder klar trennen. Er bewacht sehr drangvoll. Beim Seitentransport zeitweise der Helferfokus noch etwas ausgeprägter präsentieren. Die Übung gut. Angriff aus der Bewegung, Freifolge zur Lauerstellung und die Lauerstellung ohne Beanstandung. Der Hund greift gut an, mit guter Geschwindigkeit, muss etwas voller sein, im Griff, auf Hörzeichen klarer trennen, bewacht sehr drangvoll, sehr gut. Die abschließende Abwehr geht er wieder gut entschlossen durch den Angriff, zeigt hier einen guten Griff, den er ruhig hält, vor dem Ablassen.